Bewegt. Zuhören, entscheiden, handeln. Unterwegs für Nordrhein-Westfalen. Heute Armin Laschet zum Wahlkampfauftakt der CDU Nordrhein-Westfalen. Er ist im Modus, im Wahlkampfmodus. Sie sehen jünger aus als im Fernsehen. Sie macht in meinen Tag. Ob auf dem Wochenmarkt oder auf der Bühne, Armin Laschet ist jeden Tag unterwegs in Nordrhein-Westfalen. Der Spitzenkandidat erklärt den Menschen vor Ort, auf Augenhöhe, wie er unser Land als Ministerpräsident wieder auf die Spitzenplätze der deutschen Bundesländer bringen will. Wir brauchen einen Wechsel, dann kann das Land wieder voran, dann werden wir wieder besser, dann werden wir nicht mehr in der Heute-Show verlacht wie die letzten Monate, sondern man sagt wieder, mein Gott, Nordrhein-Westfalen hat den Dreh geschafft und ist wieder da. Das ist unser Ziel und dafür sollten wir kämpfen. Vielen Dank und alles Gute. Seit Mittwoch gehört auch Wolfgang Bosbach zur Mannschaft, die sich darum kümmern soll, ab Mai das Land nach vorne zu bringen. Der renommierte Innenexperte wird den Vorsitz einer Regierungskommission zur inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen übernehmen. Morgen findet dann der Wahlkampfauftakt der CDU Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf statt. Volles Programm für den Spitzenkandidaten. Das ist eine turbulente Woche jetzt. Vorgestern Wolfgang Bosbach, Teil unserer Wahlkampfmannschaft, der mitkämpft für den Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen. Morgen jetzt der große Wahlkampfauftakt mit Ursula von der Leyen, mit erfolgreichen Ministerpräsidenten wie Volker Bouffier und Annegret Kramp-Karrenbauer und mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Ich glaube, dass wir in guter Stimmung in die letzten Tage starten und alle Chancen haben zu gewinnen.